Hallo, sehr geehrte Menschen und Zuschauer und willkommen bei meiner nächsten Let's Play Runde von Amnesia: A Machine for Pigs. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mich ein bisschen davor gedrückt, weil ich jetzt vor dem nächsten Teil ein bisschen Angst habe. Das liegt daran, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich jetzt irgendwie eine Hetzjagd vor mir habe oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Ich werde durchraschen oder sowas, mal gucken. Auswählen. Fortsetzen. Ja! Oh Mann, ey, da war alles dunkel, soweit ich weiß. Mann. Ich muss mir jetzt überlegen, wie wir das machen. Weil, oh Gott, ey. Gott sei Dank ist das keine aufladbare Laterne oder sowas, wo ich Öl brauche oder so. Das heißt, ich werde einfach versuchen, durchzurennen oder so. Genau das meine ich, oh Gott. Okay. Oder vielleicht laufe ich doch ganz normal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh Gott. Habt ihr es gesehen? Das. Oh Gott, hey, das fängt ja schon geil an. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, um ehrlich zu sein. Ach so, die standen da alle rum und sind dann darüber gerannt. Und die rennen auch noch viel schneller als ich wahrscheinlich. Okay, also, nur dass ihr es nochmal alle versteht. Und zwar sieht es so aus, als ob das hier alles zusammen. Oh nein, oh mein Gott, was habe ich getan? Hä, oder rennen die jetzt auch von mir weg? Ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch nicht genau, wo ich lang muss. Okay, ich renne jetzt einfach da, wo der Weg frei ist und dann mal gucken. Wo muss ich hin? Ich darf keine Angst haben. Oh Gott, ich hab mega Angst, ey. Okay, weiter geht's. Mendes, ich weiß, dass du da draußen bist. Diese Stadt gehört mir, ich bin diese Stadt. Ich habe keine Angst, wenn mir was dagegen. Da hinten sind die Viecher. Die rennen gar nicht auf mich zu, die rennen weg von mir. Oder? Nicht mal weg, die rennen irgendwo anders hin. Die wollen sich wahrscheinlich selber befreien. Leute, ich. Die alte wurde gefressen. Oh Mann, wie geil. What the fuck? Oh Gott, ey. Wenn mal eine Apokalypse vor der Tür steht, bin ich wahrscheinlich der extremste Psychopath, ey. Okay, weiter geht's. Wo muss ich hin? Oh, hier unten. Sie sollen mich einfach holen, wenn sie mich fressen wollen, dann sollen sie mich fressen. Ja, das lese ich nicht vor. Ihr könnt ja wieder auf Pause drücken und euch das dann angucken. Ihr wisst Bescheid, ne? Ihr wisst es, ihr wisst es. Oh ja, heute bin ich gut drauf. Heute kann mich nichts mehr erschrecken. Türe? Auf. Bitte nicht runterbrechen. Also ich bin irgendwie trotzdem zu blöd, um eine Türe aufzumachen. Wow. Hörst du mich, Mendes? Das hast du geplant. Da muss ich wahrscheinlich gleich rein. Ich gucke nur noch kurz ein bisschen rum. Ich will ja natürlich nichts verpassen. Oh Mann, das ist so witzig, ey. Wie die alle gefragt. Wow! Wow! Nein! 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 Oh Gott! Nein! Fick dich! Fick dich! Lass mich in Ruhe, du Missgeburt! Lass mich in Ruhe, du Missgeburt! Hehehe
Es ist geil! Beast, Kreatur, wo sind meine Kinder? Wo sind meine Kinder? Vor allem, wo kommen jetzt die ganzen Leute her? Wo waren die davor? Davor habe ich nur Geister gesehen und jetzt rennen hier lauter Menschen rum. Wenn er versucht mich einzuschüchtern, Bitches, das funktioniert nicht. Wieder ein Aufzug oder was? Nehmen wir den doch gleich. Wieso geht's denn jetzt wieder runter? Oh Gott, ich blick's einfach nicht mehr, ey. Ich dachte, ich muss jetzt ganz hoch, obwohl ich jetzt... Züchtung der Welt, lasst uns nicht schüchtern sein. Ich werde nicht gestatten, dass wir diesen Leichnam von Zivilisation in ein neues Jahrhundert schleppen. Am Silvesterabend werde ich die letzten Schalter umlegen und die volle Kraft der Maschine entfesseln. Also, das ist jetzt irgendwie komisch, die Viecher. Komm, komm, auf, auf, hopp, hopp. Papa braucht Action, Papa braucht Action. Uhu. Also, ich hatte echt Angst, eigentlich weiterzuspielen. Aber ich hasse es einfach immer, wenn ich irgendwie mittendrin irgendwo aufhören muss. Wenn ihr versteht, was ich meine, an alle Ladies. Okay, Entschuldigung. Oh. Weiter geht's, go, Bobby, go. Ganz kurz gucken, was da hinten ist. Okay, das ist wahrscheinlich das Herz der Maschine oder sowas. Da ist auch eine Tür. Okay. Lass mich rein da. Hopp. Auf. 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 Aber werden sie frei sein? Ja, mein Freund. Entschlackt und ausgeblutet und befreit von vom Kerker des Fleisches. Show me these worthy Mantis. Show me these good. I do not see them. Ich werde es dir schon noch zeigen. Das Gute. Das Gute im Menschen. Ich werd's dir zeigen. Oh, okay. Is there anything I can do? Oh. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal ganz grob davon aus, dass ich da runter muss. Nennt es Intuition, ich weiß es nicht. Okay, weiter. Tja. Wie gesagt, meine Intuition ist auch nicht die beste, ehrlich gesagt. Ihr wisst ja, was ich gesagt habe. Das ist bei mir wie bei so einem kleinen Mädchen. Gibt's hier irgendwas? Irgendwas? Es muss doch einen Grund geben, warum man hier runter kann. Ja, ich glaube, da werde ich eigentlich im echten Leben nicht reinspringen. Es muss doch irgendwas geben, was ich machen kann. Wow. Tja. Habe ich deine Maschine kaputt gemacht, hä? Tut mir jetzt aber leid. Kann ich da jetzt runterspringen? Oder das geht gar nicht, oder? Nee. Muss wahrscheinlich wieder zurück einfach. Wahrscheinlich war das Hauptziel, dass ich dieses Ding da runterschmeiß.
Gibt's hier noch was? Nee, oder? Nö, das war's. Dann werde ich jetzt wieder gehen. Bestimmt wartet hier jetzt gleich was auf mich. War das vorhin jetzt auch so, dass das hier so überflutet wird, oder? Das scheint jetzt irgendwie interessant zu sein hier. Gefahrverbindung X, kein offenes Feuer, kein Abgehen und Elektrik. Ja, komm. Passiert jetzt noch was? Keine Ahnung. Okay. Jetzt weiß ich nur, dass alles unter Strom gesetzt ist. Da brauche ich also jetzt nicht mehr rein. Hä? Wenn ich da jetzt reingehe, dann sterbe ich wahrscheinlich. Ich träume mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich dann tot bin. Gab es jetzt auch noch eine andere Option? Achso, ich kann ja auch darüber. Ist dann vielleicht auch nicht so blöd. Oh Gott, oder? Nee, ich soll auf den Kisten da landen wahrscheinlich. Da drauf springen? Wollen die das? Oder? Tja. Oder auch nicht. Und was ist jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade mache. Kühlpumpen. Alle Kühlpumpen kaputt. Ja, das ist mein Ding. Zerstört diese Anstalt hier. Hey, das macht echt Spaß. Wow. Was war das? Oh, ich habe eine Gefitz gekriegt. Ich kenne dich, Maschine. Ich weiß, was du fürchtest. Ich werde deine Seele mit Exkrementen füllen. Ich werde dich vernichten. I will destroy you. Okay. My great works are almost begun. Okay, ich denke, hier ist jetzt nichts mehr zu machen. Und ich kann auch wieder hier rein. Da hinten links hoch, glaube ich. Oder auch nicht. Die Kuttlerei, war das hier? Ihr könnt es euch wieder durchlesen, diese bescheuerten Scheißkittel. Da hinten spielt so ein Viech mit den Dingern. Das sind... Jetzt könnt ihr es mal richtig sehen, was das eigentlich ist. Oh, das ist ja voll goldig. Eigentlich möchte ich sowas gar nicht tot machen. Obwohl es mich abschlachten wollte und mich fressen wollte und meine Haut als Anzug tragen wollte. Aber naja. Da liegt auch noch ein Stück von irgendjemandem. Ruft da jemand Help me? Ich verstehe kein Wort. Ja, chill mal, ich komme ja. Papa ist gleich da. Papa ist gleich da. Halt, Lampe, hier. Ich bin wieder hier am Fuße dieser Stufen.
towards the red light. Auf das rote Licht der Kinderkrippe zu. Ein Sonnenuntergang im Fenster wie ein blutender Himmel, der Horizont, eine aufgeschlitzte Kehle, die keimende Dunkelheit, uns von unserer Schuld zu erlösen. Ja, musst du dabei so dumm langsam laufen, oder? Leute, wo entlang? Geradeaus oder hier? Ich würde sagen hier. Ich kann ihn treffen, Ihren großen Ingenieur. Oh, wie wunderbar, Herr Mannes. Ich muss schon sagen, meine Begeisterung ist schier grenzenlos. Ja, Professor, das kann ich sehen. Hier entlang, bitte. Oh Mann, kannst du jetzt auch mal ein bisschen schneller laufen? Mannes, Mannes, wo zum Teufel stecken Sie? Ich kann gar nicht sehen, Mannes. Wir sind der Schwein, Professor. Wir alle sind der Schwein. La 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 la. Wer wollte nicht schon immer mal im Blut duschen? Oh, da hinten steht jemand. Zwei. Die Kinder. Schon wieder jetzt irgendein Psychoscheiß. Hallo, meine Kinder. Ja, euer Herz, ich weiß. Voll gruselig. Die zeigen uns nur nicht ihr Gehirn, weil die keins haben. Blöden Kackbratzen. Hä? Okay, und jetzt bin ich da unten an diesen... Ich steige nun in Stille empor. In meinen Adern fließt blaues Wasser. Ich bin rein. Ich trage das Messer dieser Fabrik, die Schüssel dieser Mühle. Ich bin gekommen zu sammeln von euren Feldern und euren Blutöfen. Ich werde euch in den weißen Wolken versammeln. Ich werde euch um mich scharen und ich werde euch nach Hause bringen. Wir haben es jetzt kapiert. What the fuck? Okay, das ist jetzt echt creepy. Was ist das? What the fuck, ey? Ist das geil. Ah, guck mal, da schwimmt eine Leiche. Ist das geil. Das ist ein Aufzug. Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Den haben sie einfach einen Arsch abgebissen, auch okay. Ich gehe in die Irrenanstalt. Hoch bitte. Oh Mann.